Der Römer ist das Rathaus. Hier kann man auch heiraten. Die Paulskirche ist sehr bekannt. Sie ist ein Symbol für die Demokratie. Hier kann man oft bekannte Politiker oder Dichter sehen. Die Hauptwache ist im Zentrum von Frankfurt. Dort gibt es viele U-Bahnen und S-Bahnen. Hier beginnt auch die Zeil. Die Zeil ist eine Straße. Hier gibt es sehr viele Geschäfte und man kann viele, viele Leute treffen. Die Kleinmarkthalle. Hier gibt es Lebensmittel, frisch und gut. Und ein paar Meter weiter ist die Stadtbücherei. Sie ist sehr groß. Frankfurter Bahnhof ist Treffpunkt für viele Menschen. Manche fahren ab, manche kommen an und viele kaufen nur ein. Der Bahnhof hat viele Geschäfte. Der Frankfurter Zoo ist nicht nur für Kinder interessant. Hier gibt es viele Tiere. Giraffen, Löwen, Affen, Schlangen, Bären und Flamingos. Elefanten sind hier leider nicht. Die gibt es im Opel Zoo in Kronberg. Die Goethe-Universität gibt es seit 1914. Hier studieren 45.357 Studenten. 7.051 Studenten sind Ausländer. Die Alte Oper ist nicht nur für Leute mit viel Geld. Auch Studenten sind hier willkommen und müssen nicht so viel für ihre Tickets zahlen. Es gibt sie schon seit 1880. Der Ostpark ist ein Park in Frankfurt. Er ist groß und schön und am Wochenende sind immer viele Leute da. Sie spielen, machen Sport oder grillen. Man muss keinen Eintritt bezahlen. Der Apfelwein ist ein beliebtes Getränk in Frankfurt. Es gibt in Frankfurt, besonders im Stadtteil Sachsenhausen, viele Apfelweinkneipen. Dort kann man viele Frankfurter Spezialitäten essen, viele Leute treffen und natürlich viel Apfelwein trinken. Der Palmgarten hat zwei Palmenhäuser. Hier kann man exotische Pflanzen sehen. Der Park hat viele Blumen und Bäume. Sie sind wunderschön. Den Palmgarten gibt es schon seit 1871.
Die Frankfurter Skyline. Es gibt viele Wolkenkratzer. Die meisten sind Banken. Frankfurt ist das Finanzzentrum von Deutschland.